Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast und mein heutiger Gast ist Franziska Scheuler. Hallo Franziska, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Norman, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen bei dir. Ich freue mich auch, denn wir werden heute über Loremo sprechen, dein Unternehmen. Du bist Gründerin und hier geht es um exklusive Auftragskunst. Was das genau bedeutet, verraten wir gleich. Ich würde dich bitten, stell dich nochmal selbst kurz vor. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich oder wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also ich bin mittlerweile, darf man hier das Alter sagen in diesem Podcast? Nee, lass mal immer mal weg. Du darfst alles sagen in diesem Podcast. Genau, ich bin mittlerweile 32 und war aber eigentlich schon, als ich 5 Jahre war, sehr, sehr kunstaffin und habe damals aber dann auch, wie das meistens so ist, ne, Richtung Glaubenssätze und so weiter, wurde mir eingetrichtert, naja, mit Kunst wirst du später eh nie Geld verdienen, studier doch lieber mal was Klassisches und geh diesen klassischen Weg. Und habe dann erstmal, nachdem ich dann mit Abitur etc. fertig war, ganz klassisch BWL studiert. Und bin dann eigentlich so in einen klassischen Karriereweg reingerutscht. Und das Thema Kunst und Kreativität kam aber eigentlich immer stärker durch, sodass ich dann neben dem Bachelor nebenher noch privat insgeheim Kunsthistorik studiert habe. Das wissen die wenigsten eigentlich. und mir dadurch nochmal so dieses fundierte Wissen eigentlich im Kunstmarkt angeeignet. Genau, und dann war ich lange Zeit, trotz dessen, dass ich es dann eigentlich studiert hatte, sehr weit weg von der Kunst, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe privat für mich natürlich auch selbst Kunst kreiert, immer im abstrakt modernen Stil, weil ich schon immer einen starken Fokus auf Ästhetik hatte und mir Interior Design sehr am Herzen liegt, wodurch sich dann langfristig natürlich auch die Idee von Loremo entwickelt hat. Und 2019 hat es mich dann wirklich gepackt und ich habe gesagt, jetzt habe ich so viel Erfahrung auch gesammelt in einem klassischen Corporate über das Thema Markenstrategie natürlich auch, Markenmanagement. Ich würde gerne Luxury Brand Management nochmal intensiv studieren. Habe dann eine intensive Kunststudie auch nochmal darin gemacht in Paris und ich sage mal als Side-Entrepreneurship damals zum Vollzeitstudium habe ich dann Loremo gegründet. Und wie du schon richtig gesagt hast, Loremo ist eine exklusive Auftragskunstmarke, passt genau zu den bereits bestehenden Interiorfarben, der sehr, sehr stilsicheren, stilistischen Kunden, als auch zu deren Persönlichkeit. Also wir machen quasi ein Match einmal zu den Farben deines Interiors, als auch zu deiner Persönlichkeit in Kombination mit dem passgenauen Künstlerstil. Ne? Weil natürlich auch im abstrakt modernen Bereich gibt es ganz, ganz viele Künstlerstile und nicht jeder Künstlerstil passt zu jedem Kunden. Da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Was mich natürlich brennend interessiert, du bist jetzt Unternehmerin. Gab es in deiner frühen Jugend schon Zugänge dazu? Also waren deine Eltern irgendwie Unternehmer, Unternehmerin? Ja, also definitiv, aber nicht das klassische Unternehmertum. Ne? Also ich komme eigentlich aus einem sehr, sehr bodenständigen Haushalt. Mein Papa ist Landwirt, hat eine ganz, ganz große Landwirtschaft auch, also sehr, sehr naturverbunden. Und meine Mutter ist Erzieherin. Also das heißt nicht dieser typisch klassische Unternehmer, wie es kennt, ne? Hat eine Holding, eine AG oder ein GmbH. Aber da ging es viel um das Thema einfach mal machen. Machen, ausprobieren, auf die Straße bringen. Und das habe ich frühzeitig auch schon natürlich mit ganz, ganz vielen anderen Projekten immer gemacht und liebe das auch. Also ich muss auch sagen, das war, glaube ich, eine Sache, die insbesondere bei Loremo extrem stark geholfen hat, einfach zu machen, rauszugehen und nicht lang in Strategien zu wälzen. Natürlich liegt eine klare Strategie dahinter, aber vielfach mal auszuprobieren und auch, was funktioniert nicht und dadurch eigentlich in diesen iterativen Zyklen recht schnell zu Erfolg dann auch zu kommen, ja. Ich habe ja eine der letzten Folgen, da ging es ja um diese Wand, die viele nicht durchbrechen wollen, ne? Wo dann draufsteht, das geht nie. Du hast so eine Andeutung gemacht, BWL-Studium ist eigentlich ganz gut und komplementär, eine gute Grundlage für das Unternehmertum, aber es war nicht deine Leidenschaft. Und dann hast du heimlich studiert. Wie war das? Wenn so dein Umfeld sagt, und ich kenne das auch, den Satz, ja, mit Kunst kannst du kein Geld verdienen, gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein, warum das heute doch möglich ist. Absolut. Wie war das, dass du dich aber dann dennoch, also ins Machen gekommen bist, ins Handeln gekommen bist und dich dennoch entschlossen hast, diesen Weg zu gehen?
Also was ich gemerkt habe oder wie es eigentlich so losging mit Loremo, das war so ein, ich habe letztes auch mal mit einer Gründerin gesprochen, das war so wie so ein Rebell, ne? So ein Rebell. Also man merkt das dann auch, wenn man im Corporate arbeitet, irgendwann immer rebellischer, ja, gegenüber gewissen Strukturen, gegenüber gewissen Dingen. Und es kommt einfach, es ist ganz schwer zu beschreiben, es kommt in einem hoch, ne, würde ich so sagen. Also so war es bei mir, dieser Drang, das umzusetzen, wurde immer stärker. Ich habe nachts davon geträumt, ich habe tagsüber, also wenn ich von A nach B, ne, unterwegs war, ständig drüber nachgedacht, morgens unter der Dusche. Also es war so, es kam wirklich von intrinsisch, es war eine intrinsische Motivation und es kam immer stärker durch. Und da gab es diese Wand, man stellt die sich so gar nicht vor, man macht einfach. Ne? Also natürlich haben damals auch zig Leute zu mir gesagt, wie kannst du nur und vergiss es. Das eine Thema war das Thema mit dem Kunst verdienst du kein Geld. Das andere war aber auch, du arbeitest in einem Corporate, ja, du hast ein tolles Leben, verdienst gutes Geld. Warum? Warum, um Gottes in der Welt, ne, willst du dir jetzt diesen Stress noch antun und in den Nächten ein Unternehmen gründen? Ne? Also das war ein ganz, ganz großes Thema. Aber um ehrlich zu sein, es hat mich echt nicht gejuckt. Also so, das war einfach gemacht. Und ich hatte Hast du nicht? Hast du nicht überlegt? Also hast du, ich meine, Nee, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, nee, da war es so echt so ein Trieb, das zu machen. Und natürlich muss ich schon sagen, also diese, ich hatte es auch letztes Mal wieder, diese Fuck-ups, ne, wie muss ich es so schön nennen, die kamen natürlich. Und natürlich, wenn dann was nicht funktioniert, oder ich hatte zum Beispiel ein einjähriges IT-Projekt dann auch, weil wir haben das Ganze natürlich auch per Lean Management mit einem algorithmusbasierten Konfigurator dann digital abgebildet, sollte noch einmal Corona kommen, ja. Weil wir wissen ja auch, Diamanten können wir mittlerweile übers Internet verkaufen, also dementsprechend natürlich auch Kunst im fünf- oder sechsstelligen Bereich auch möglich und explizit Auftragskunst. Und natürlich wollten wir da ein USP schaffen damit, ganz klar. Das war natürlich oft so, dass ich dann manchmal gedacht habe, wenn mir Schlaf gefehlt hat, ne? Oder wenn dann was nicht funktioniert hat und es hat lange gedauert, dann dachte ich mir, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Warum? Aber das war dann eine Nacht, dann war ich ausgeruht am nächsten Tag und dann kam irgendwas, entweder war es eine Mail von einem Kunden oder im Moment eine neue Kollaborationsanfrage, irgendwas, wo mich dann wieder weitermachen lassen hat. Jetzt erinnert mich das natürlich an viele, die was Neues in den Markt getragen haben und immer wieder gehört haben, das geht nicht, das gibt's schon, ja, das machen doch jetzt alle oder dafür gibt es einfach keine Zielgruppe. Wenn du uns mal so deinen Markt, bevor wir in dein Business mal auch so inhaltlich einsteigen, beschreibst, also wer kauft Auftragskunst, wer lässt das anfertigen, wer sind die Menschen, wie können wir uns das vorstellen? Also den Markt muss man sich so vorstellen, es ist ja, also was wir machen, ist eine sehr, sehr klare Nische, aber auch, ich sage jetzt immer so diese Maxime des Luxus, weil es ist etwas für dich absolut unique, individualisiert und personalisiert kreiert. Ja? Also wir sehen es bei Louis Vuitton, wir sehen es bei Hermès, wir sehen es bei Chanel. Alles, was wirklich individualisiert als Einzelstück für mich angefertigt ist, ein Unikat, das ist ja die Maxime des Luxus. Das heißt, die Kunden, die bei uns sind natürlich auch sehr speziell. Haben außergewöhnliche Wünsche, wünschen ein spezielles Treatment, sage ich jetzt mal, einen gewissen Service. Wir haben einige, die natürlich, und das merken wir natürlich auch im Luxussegment, die diese personalisierte Farb- und Kunstberatung extrem schätzen, aber die natürlich die Expertise, ne, also dahinter Credibility, Trustability schätzen, aber auf der anderen Seite die auch unseren Ansatz lieben, dass es halt sehr schnell digital umsetzbar ist. Also wir machen das jetzt nicht nur persönlich, sondern eben auch digital. Und das sind gerade die Menschen, die eigentlich wenig Zeit haben, aber trotzdem einen sehr, sehr hohen Anspruch. Und genau, das ist unser Zielkunde. Im B2B-Segment gehen wir ganz klar auf luxuriöse Hotels. Also sei es Boutique-Hotels mit einem Manufakturcharakter, sehr klein, sehr ästhetisch, sehr stilistisch. Natürlich auch in größere Luxushotels, aber ich sage jetzt mal, erster Schritt oder erste Zielgruppe ist wirklich kleine, sehr, sehr designaffine Boutique-Hotels, genau. Und natürlich auch die Sparte über natürlich InnendesignerInnen, Architekten oder auch Architekten in Summe. Und was jetzt natürlich dazu gekommen ist, sind auch ganz viele Staging-Leute, Experten,
die das natürlich extrem schätzen, weil sie sagen, ich habe so tolle Interiors, so, so hochwertig, möchte da auch Designmöbel natürlich sehr stilistisch oder das Ganze mit Designmöbeln mit stilistischen Ikonen dekoriert haben. Und da fehlt meistens dann, und das ist genau da, wo wir dann in der Nische genau reingehen, das passgenaue Kunstobjekt, was aber zeitgleich nicht nur ästhetisch in Farbe, Form und Stil passt, sondern natürlich auf der anderen Seite dann auch ein Investitionsobjekt ist. Und da liegt dann auch von unserer Seite ein einjähriges Quality Management dahinter. Also wir haben aktuell 30 kuratierte exklusive Künstler, die wir, und da kommt auch wieder das Thema Kunsthistorik und die Expertise, die ich mir damals dann eigentlich so nebenher angeeignet habe, die wir dann auch screenen. Ne? Das heißt, wie ist die Wiedererkennbarkeit? Wie ist der Stil? Wie ist die Originalität der Kunst? Wie ist die Technik, die Materialität, um dem Kunden wirklich diese Wertsteigerung auch zu bieten? Wir haben natürlich Künstler, die steigen exponentieller im Wert, wie zum Beispiel der Schimmler. Wir haben Künstler, die steigen etwas langsam im Wert, aber trotzdem haben alle Künstler bei uns diese Wertsteigerung inne. Das ist eigentlich das, was natürlich dann auch unsere Kunden schätzen. Das heißt, individuelle Kunstwerke, das heißt, ich kann für meine Villa in der Toskana bei euch ein Bild anfertigen lassen, auf Basis unter anderem wahrscheinlich des Interieurs, also wie ist die Villa eingerichtet, und meiner Persönlichkeit. Genau. Als genau. Person, die mir dieses Gebäude, dieses Haus gehört. Genau, also wir schauen, genau, so ein um mal ein Beispiel zu machen. Ja, Also zwei Extreme sind natürlich ein introvertierter Mensch, ne, oder ich sage jetzt mal B2B wäre es ein Yoga-Studio, ne, eher ruhiger, eher more flow. Ne. Da gibt es natürlich Künstler oder empfehlen wir da natürlich auch Künstler, die mit sehr beschwingten Farben arbeiten, mit beschwingten Formen, sehr, sehr ölig, ne, wasserhaltig natürlich auch. Eher in die Richtung, in die Stilrichtung geht, wo hingegen auf der anderen Seite sehr ein extrovertierter Mensch, oder ich sage jetzt mal eine Statement-Brand, die braucht natürlich sehr, sehr viel Haptik, sehr, sehr viel Struktur, Splash, ne, wo wir auch gern mitarbeiten. Und da merkt man natürlich dann auch in dem Stil und wie der Künstler kreiert, und auch da gibt es unterschiedliche Charaktere natürlich von Künstlern, die Energie, die dahinter steckt, und die ist dann wirklich auch im Kunstwerk spürbar. Nur Bilder oder auch andere Kunstwerke? Also wir haben angefangen jetzt erstmal mit abstrakter moderner Kunst, weil es Schöne ist bei abstrakter moderner Kunst. Ich habe da ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien auch dazu gelesen, dass, wenn wir diese betrachten, deshalb sagt man ja auch immer, ne, man soll eigentlich oft in Contemporary Art Museen gehen. Ich sage, naja, kauf dir ein Kunstwerk von Lorevo, dann hast du den gleichen Effekt. Unsere Synapsen die ganze Zeit versuchen, was Ganzheitliches darzustellen. Also so wie wir früher gepolt waren, als ich sage es mal Affen noch, ne, das heißt, wir urteilen gleich. Wir sehen was und wir sagen gleich, das ist eine Vase, das ist eine Couch, das ist ein Kissen, das ist ein Baum. Und genau das Gleiche passiert mit unseren Synapsen, wenn wir ein abstraktes Kunstwerk betrachten. Sprich, jeder sieht was anderes darin. Unsere Synapsen sind aber auch im Unterbewussten ständig aktiv und werden da natürlich auch trainiert. Das heißt, gerade IT-Startups oder auch Coworking-Spaces wissen das natürlich und haben dahingehend ganz, ganz viel Kunst auch in ihren Büroräumen, um die Mitarbeiter subtil im Unterbewusstsein in ihre Kreativität als auch in ihrem Innovationsgeist zu trainieren. Wow, das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Jedes Startup braucht Kunst. Absolut, absolut. Ja, das wissen nur die wenigsten. Ja, und wir wissen ja von uns selber, dass wir sind ja als Menschheit, ne, sind wir hervorragend im Wegsortieren in irgendwelche Schubladen, irgendwelche Wissensschubladen, irgendwelche Erfahrungsschubladen und sind dann, also ich finde es gut, wenn man dann auch mal überrascht ist, dass die Schublade einfach noch nicht existiert. Ja? Man muss die erst neu erfinden. Ja? Damit genau, man das wieder genau. Und ich habe mich am Anfang auch immer gewundert, Mensch, warum? Also es gibt ja so viele Galerien, ne? Und dann gibt es natürlich die digitalisierten Varianten der Galerien, wie Single Art, Sachi Art, Lumas, wie sie nicht alle heißen, alle auch teilweise kuratiert oder nicht kuratiert. Geöffnete Plattform, ne, für Massenkünstler oder auch nicht. Aber nichtsdestotrotz gab es noch keine bisher digitale Plattform für Auftragskunst. Und deswegen habe ich damals gesagt, das wird definitiv unser Businessmodell, weil es ist einfach was Schönes. Ne? Also es ist ein Luxusgegenstand. Kunst ist natürlich Luxus, ne? Etwas Schönes, mit dem ich mich umgebe.
Aber dieses Problem bestand ja immer, dass man teilweise, also ich kenne es von ganz, ganz vielen Freunden, die natürlich gerne in Kunst investiert haben, auch Kunstsammler, aber dann in eine Galerie gegangen sind, wo sehr viel konzeptionell auch gearbeitet wird. Das sagt man auch, eine gute Kunst hat eine konzeptionelle Grundlage. Dann das Kunstwerk gekauft haben, dann kam es in die eigenen vier Wände und es hat aber nicht gepasst, ne? Also weder in Größe, in Form und Stil. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das ganze Thema verbinden. Ästhetische Kunst passt genau zum Interieur mit dem Thema Investitionskunst. Erzähl mal was über euren Algorithmus, weil das ist das, was letztendlich für mich so ein Augenöffner war. Ja, wie passt Technologie und Kunst Ja. zusammen? Dieser Plattformgedanke, über den du sprichst und den ihr gebaut habt, der ist natürlich super spannend. Was ist dieser Konfigurator bei euch auf der Seite? Absolut. Also mir ging es daher, ich hatte ja immer diese Farb- und Kunstberatung, die ich natürlich digital über Zoom, über Teams, Skype, FaceTime, whatever, was sie wollten oder was der jeweilige Kunde wünscht, angeboten haben. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Ich brauche das Ganze in einem Lean Management automatisiert. So fing das eigentlich an. Und dann habe ich mich mit IT-Lern zusammengesetzt. Wir waren ein Dreierteam, haben sehr intensiv gearbeitet. Das war alles noch während der Paris-Zeit, nachts, ne, muss man auch sagen, weil die IT-Lern dann gerne nachts arbeiten. Das war dann immer ganz spannend, da musste ich nicht studieren. Und dann haben wir losgelegt und dann ging es erstmal um die Customer Journey, also die Customer Journey in diesem Konfigurator. Und das ist eigentlich ganz toll oder ganz, ich finde es ganz nice, weil du fängst an, erstmal intuitiv nach links und rechts zu swipen. Also dir werden Interiors gezeigt in dem jeweiligen Farbcode und jede Farbe hat natürlich eine spezielle Bedeutung. Und um erstmal rauszufinden, was sind denn die Farben, die mich persönlich intuitiv ansprechen, und da meine ich jetzt nicht das Typische, wie man es immer als Frau oder auch Mann in der Stilberatung bekommt, bist du ein Frühjahr-, Sommer-, Herbst-Wintertyp, ne? Dann hast du die Farben, bitte einmal zum nächsten Modelabel und dich damit einkleiden lassen. Das meine ich nicht, sondern es sind die Farben, die uns, und dann liegt das Thema Farbpsychologie zugrunde, mit positiven Emotions versorgen. Und das wollte ich digital abbilden, sondern habe ich erstmal geschaut, okay, diese Interior-Welten aufgebaut und der Kunde kann ganz easy eigentlich, gefällt mir, swipe er nach rechts, gefällt mir nicht, swipe er nach links. Und danach bekommt er, und das ist eigentlich, da wollte ich das Thema Diversity noch ein bisschen mit einbauen, ne, weil natürlich wir Menschen sind ja auch kunterbunt. Kriegt er erstmal den ganzen Blumenstrauß seiner ausgewählten Farben inklusive Bedeutung aufgezeigt. Das ist so der Step 1, so ein bisschen spielerisches Gamification. Dann geht es eigentlich weiter, indem er ganz easy mit seinem Handy ein Bild hochladen kann, also auch in Realtime machen oder ein bestehendes Foto hochladen. Und ihm werden in Echtzeit die Farben angezeigt, die am besten zu diesem Interieur matchen. Er kann natürlich auch aus Trendfarben auswählen oder er kann, wenn er jetzt in einem Unternehmen ist, auch Unternehmen wollen sich natürlich mit Kunst ausstatten in ihren Corporate Identity Farben, kann er dann per RGB oder Hexdaten natürlich die Farben anklicken oder den Code eingeben, und ihm werden dann direkt die Farben ausgespielt. Die klickt er dann an. Im nächsten Schritt, das ist dann der nächste Frame, wählt er die Leinwandgröße aus, also Höhe, Breite und Tiefe. Bei Tiefe gibt es nämlich auch dieses Thema, ne, wie dick die Leinwand ist. Manche haben eben tragende Wände, sehr, sehr dicke. Andere, wir kennen es ja im Altbau, ne, da muss man einmal bohren, bricht die Schraube wieder raus. Also auch deshalb, ne, da die Variabilität und natürlich dann auch von der Materialität, weil viele sagen, ich möchte gern Leinen und die anderen sagen, nee, ich hätte gern Baumwolle. Leine ist im Anbau, braucht weniger Wasser, das wird natürlich auch da dieser ökologische Ansatz, der auszuwählen gibt. Und wir bieten natürlich auch Übergrößen an. Ne? Vielleicht hat jemand eine riesengroße Villa mit 6 Meter hohen Wänden. Ich finde sowas immer traumhaft schön und sagt dann, ich hätte gerne ein 3 auf 5 Meter großes Kunstwerk. Auch das ist natürlich möglich bei uns. Und im letzten Schritt, und das ist eigentlich das auch, wo der Algorithmus zugrunde liegt, ist, dass du die Persönlichkeitsattribute angeben kannst, also anklicken, out of 10, also von 10, die vordefiniert sind. Und dann wirst du automatisch per Match-Score mit dem Künstler gematcht, der am besten zu deiner Persönlichkeit passt. Du kannst dann einmal draufklicken, kannst dir sein Künstlerprofil anschauen. Wir haben ein Video hinterlegt, wir haben Referenzbilder hinterlegt, wir haben eine kurze Vita nochmal von dem Künstler, um ihn natürlich dann auch digital, aber auch sehr, sehr persönlich kennenzulernen und kannst dann entweder ihn auswählen oder du hast die Möglichkeit zu sagen, hey, vielleicht möchte ich doch nochmal schauen, was auch für andere Künstler im Portfolio sind, und kannst dann natürlich auch durch die Profile der anderen gehen und dir quasi so Step by Step dein Kunstwerk konfigurieren. Genau, und der Auftrag geht dann direkt zum Künstler. Der Künstler kreiert dann.
Einmal dein Kunstwerk. Auch da war es uns wichtig, dass wir wirklich lange Lieferzeiten haben, weil wir wollen eine sehr, sehr hochwertige Qualität liefern und auch dem Künstler eine maximale kreative Freiheit gewähren. Also wir sind keine Masse, sondern bei uns geht es wirklich um Exklusivität. Und der Kunde bekommt dann also quasi per versichertem Kunsttransport das Kunstwerk sehr, sehr exklusiv verpackt, zu sich nach Hause geliefert, mit einer kleinen persönlichen Grußkarte, mit natürlich auch einem Echtheitszertifikat, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und auf Wunsch natürlich noch mit einer wunderschönen Verpackung, sofern er es vielleicht als Geschenk an seinen oder seine Liebste schenken möchte. Also tolle Idee, das vor allen Dingen digital abzubilden. Wie wurde das angenommen? Wurde das, war das ein Problem oder dass es digital ist, dass man das nicht wie gewohnt in der Galerie sich anschaut und dann nach Hause liefern lässt oder so? Also es ist eigentlich ganz interessant, weil ich meine, wir haben so zwei Kundengruppen, ne, von der Altersstruktur her. Und ich muss sagen, die ältere Generation, die schätzt es natürlich noch sehr, diese individuelle Farb- und Kunstberatung, auch über digitale Medien natürlich. Aber denen ist es sehr wichtig, die wollen natürlich mich kennenlernen und wollen wissen, welche Person steckt dahinter etc. Und es ist natürlich auch viel im Luxussegment, das darf man nicht unterschätzen, über Mund-zu-Mund-Propaganda, also über Empfehlungsmarketing, was nach wie vor immer noch sehr, sehr gut läuft. Die anderen, die sind etwas jünger, ich sage jetzt mal so 20 bis 40 ungefähr, roundabout, die natürlich nehmen sehr, sehr gut an. Und da arbeiten wir natürlich auch stark mit SEO und SEA, ne? Also Search Engine Advertising, um uns dann natürlich im Funnel bekannt zu machen. Und die Skalierung geht dann über Plattform, aber eben auch das Onboarding neuer Künstler wahrscheinlich, ne? Genau, also wir haben absolut richtig. Also wir haben zum einen ein Mitgliedsmodell. Also es gibt bei uns für die Künstler ein Einsteiger Premium and Diamond Package, was wir quasi anbieten, aber auch natürlich auf Kundenseite sind wir im B2C-Segment. B2C-Segment sind die meisten eigentlich, die über den Konfigurator oder über diese persönliche individuelle Kunst- und Farbberatung reinkommen. Und dann habe ich aber natürlich über B2B-Skalierung, da muss man auch sagen, da geht wirklich die größte, sag jetzt mal, Masse, das Wort liebe ich nicht sehr, ne? Aber wenn wir über Skalierung und Wachstum sprechen, müssen wir es dann doch mal in den Mund nehmen. Über B2B, über Interior Designer und Architekten. Aber auch da muss ich sagen, skaliere ich mittlerweile oder nicht skaliere, aber selektiere ich halt sehr, sehr stark, weil es gibt halt auch da, ich sage es mal, muss man schon die Spreu vom Weizen trennen. Ne? Also es gibt wirklich sehr, sehr hochwertige Interior Designer, die exklusive auch Interiors ausstatten und auch sehr, sehr geschmackvoll. Und das gibt es natürlich aber auch welche, wo ich jetzt sagen muss, das ist vielleicht eher Massensegment, das passt ein bisschen weniger als zu Loremo. Ist auch eine große Verantwortung für dich und dein Team, genau diese Selektion vorzunehmen. Also sowohl auf Künstlerebene, ne, und dann natürlich auf Kooperationspartner, Multiplikatoren. Architekten gibt es eine ganze Menge, aber die wirklich dann die Ja. Konstruktionen entwickeln, die dann auch wieder zu euch passen, ne? Das ist eigentlich ein ständiges Selektieren. Absolut. Also ich muss sagen, was ich halt immer mache, ich schaue mir Referenzen an. Also auch wenn ich das erste Kickoff-Meeting habe, natürlich mit dem Interior Designer, der auf uns zukommt oder teilweise auch wir auf ihn, ne? Das ist quasi immer eine Two-Man-Show, schaue ich mir natürlich schon sehr, sehr genau an, was hat er oder sie in der Zukunft oder in der, nicht Zukunft, sondern Vergangenheit bereits gemacht, ne? Also wie ist der Style? Und den gleiche ich natürlich schon immer auch ab, okay, passt das grob zu dem Thema, natürlich auch von uns. Also ist es natürlich auch im High-End-Luxury-Segment. Jetzt die Website ist online, der Konfigurator ist am Start. Ich finde, das Konzept ist mehr als ausgereift und produktiv. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie es deinem Unternehmen geht und was so jetzt die nächsten Schritte für dich sind? Ja, also der erste, nächste wichtige Schritt ist für uns dieses Jahr natürlich ein Investor. Also wir sind genau auf der Suche nach einem Investor, den wir gerne für Loremo gewinnen möchten im Bereich Kunst und Luxus. Also es kann auch entweder oder sein, aber man muss da auch schon ganz klar sein, die sind gar nicht so leicht, weil natürlich kommen ganz, ganz viele Investoren auf mich zu, die wahnsinnig affin sind im Bereich AI. Die bauen wir übrigens jetzt auch noch rein. Also vielleicht vorhin vergessen zu sagen, der algorithmusbasierte Konfigurator wird natürlich weiterentwickelt stetig. Wir verschlanken den etwas noch.
Spitzen sehen noch sehr mehr, dass einfach die Customer Journey schneller, effizienter vorangeht und es wird eine AI noch mit eingebaut, die natürlich dir dann direkt in deinem Interieur mit Referenzieren diesem Künstlerstil in deinen Farben dein Kunstwerk rendert, wie es zu 98%, sagen wir mal 98% aussehen könnte, weil der Künstlerstil ist ja sehr, sehr wiedererkennbar und unikat. Aber was wir natürlich nicht wollen, und das muss ich auch ganz vorweg sagen, also Künstler sind keine Maschinen, sondern die Kunst ist frei und sonst wäre es auch keine echte Kunst. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Aber natürlich müssen wir auf der anderen Seite den Kunden bedienen und ihm eine Sicherheit geben, was er denn am Ende dann bekommt. Weil eben nicht klassisch traditionelles Modell, ne? Ich sehe, was ich bekomme, sondern es ist auch so ein bisschen das Thema Affinität, Trust dabei natürlich. Absolut. Ja, Genau. absolut. Und jetzt habe ich irgendwie ganz deine Frage, ne, was du. Ich warte auf deinen, Ach so, ja, genau, was wir brauchen. den Wunschinvestor Ja, genau, den oder Wunschinvestor. Investorin. Oder Investorin, genau. Also das ist, Ja. uns geht es wirklich um das Thema Expertise. Also wir hätten gern jemanden, der natürlich auch im Bereich Luxus, Luxury Brand Management affin ist oder schon Erfahrung hat und natürlich uns da auch nochmal stärker unterstützen kann, sei es mit Netzwerk, sei es mit weiteren Ideen. Sei es mit dem Thema Skalierung. Aber wichtig ist eben, und ich glaube, da unterscheiden wir uns ein bisschen auch von anderen Startups, wir gehen ganz aktiv und ganz gezielt in das Thema Manufakturcharakter, Luxury Startup. Und ist auf der einen Seite absolut zielführend, weil wir sehen ja, wie sich die Gesellschaft gerade entwickelt, wenn das auch die Mittelschicht rausbricht. Das heißt, ganz, ganz viele Unternehmen streben in das Thema Luxury. Das sehen wir mit der Kunst schon aktiv und aber durch das Thema individuelle Auftragskunst natürlich die Maxime des Luxus. Das heißt, wir brauchen einen Investor, der natürlich auch unsere Kunden versteht auf der anderen Seite und dadurch auch die Denke, die hinter diesem Startup liegt. Das wäre so unser Traum. Wir haben natürlich, und ich habe natürlich auch schon ganz, ganz viel vorgearbeitet, tolle Beiräte auch mit dabei, unter anderem auch die Frau Klings-Oelle-Roy, die die Vorständin von dem Franz-Marc-Museum in Kochel am See ist, die starkes Interesse hat, auch natürlich zu uns zu kommen und was mich riesig freut, weil in einer ihrer größten Bewunderinnen, aber auch andere Kunstexperten, Kunsthistoriker, die natürlich dann im Beirat sind. Das heißt, der Fokus im Bereich Investment ist natürlich ganz klar eine Luxusexpertise. Ja. Vielleicht an dieser Stelle der Aufruf, dich einfach bei uns in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu besuchen. Wir werden dort auch den Konfigurator hinterlegen und den Kontakt natürlich zu dir. Übrigens zum Thema Konfigurator, das war so lustig. Farben und ich. Ja? Also ich trage ausschließlich schwarze Klamotten. Wenn du mal in meinen Kleiderschrank gucken würdest, das wäre einfach nur das schwarze Loch, wo dann die ganzen Gestirne untergehen, glaube Aber auch ich, oder schwarz ist verschluckt eine werden. Farbe und hat eine Bedeutung. Ne? Sehr, sehr Und edel, elegant. Darf man nicht das war unterschätzen. der Proof. Das war der Proof. Ich wollte natürlich wissen, was der Konfigurator mir ausspuckt zu meinem Problem. Und das war sehr inspirierend. Also ich kann nur jeden, der jetzt hier zuhört, mal aufrufen, mal das auszuprobieren. Wo kommt man da am Ende raus, wenn man mal diesen Weg durchgegangen ist? Und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie gut das funktioniert. Ja. Das Und freut mich. das wiederum ist auch so ein, für mich so auch der Proof gewesen, inwieweit ich das tatsächlich auch online bestellen würde. Ja. Wir haben uns ja auch nicht vorstellen können vor ein paar Jahren noch, dass wir unseren Tesla online bestellen oder überhaupt ein Auto online bestellen. Ja. Und das habt ihr wirklich gut gemacht. Also dieser Konfigurator, der sorgt dafür, dass man so auch die Reise mitgeht und versteht, ah, okay, die Zusammenhänge, die muss ich erstmal herstellen, um dann ein entsprechendes Ergebnis rauszubringen. Ja. Ja, das freut mich total. Es war ja auch absolut Zielsetzung, ne, dahinter, dass man Genau. erstmal durch dieses Spielerische auch ein Gefühl dafür bekommt, okay, was sind denn eigentlich meine persönlichen Farben, um dann die Ja. passgenauen Farben für das Kunstwerk definieren zu können. Ja. Und wenn das bei mir funktioniert, ist es ja. Dann läuft Aber es. du wirst dich wundern. Also ich muss sagen, der Trend zu diesem Thema Clean, also sei es jetzt Nude Colors, ne, was ganz, ganz stark ist, insbesondere bei Frauen, aber auch das Thema Schwarz, reduzierte Farben bei Männern,
ist auch extrem bei uns angefragt. Also wir haben zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Künstlerin, die Marie-Christine Steiner, die natürlich auch skulptural auf Leinwand sehr, sehr viel arbeitet, aber sehr clean, ne? Also in Schwarz-Weiß, also wirklich komplett ein schwarzes Kunstwerk, wirkt aber wahnsinnig ästhetisch durch diesen dreidimensionalen Effekt. Könntest du dir mal anschauen, wird auch gut zu dir passen. Ja, ich merke schon. Ja, man denkt ja also je nachdem, wie viel Zugang man zur Kunstszene hat, generell hat, oder was ich ja auch sehr spannend finde, ist, ich hatte letztens einen Interviewpartner, so ein Nachwuchstalent, 20 Jahre alt, und spielt göttlich Klavier, ja. Und so die großen Klavierbauer, die so die ganz großen Konzertflügel bauen, die fangen jetzt an, das Ganze zu digitalisieren. Und ich habe nicht verstanden, warum. Also wenn, dann will ich ja also dieses Handmade, ja, dann will ich ja das Stück von Johann Sebastian Bach auch wirklich gespielt haben. Aber die Idee ist, dass der Resonanzkörper, ja, also dieser Flügel, der von Hand, vielen Handwerkern gebaut wurde, ja, für sich klingt, ja, und das kannst du halt mit keiner Stereoanlage dieser Welt bauen, und einen Konzertpianisten kannst du ja auch nicht jeden Tag einladen, und dann Absolut. spielt dieser Flügel halt von alleine, ja, und genauso spannend finde ich die Kunstszene in Kombination mit Technologie, also mit dem Konfigurator, der dann noch AI betrieben ist, ja, am Ende, Absolut. und Das Schöne ist auch ja. gut, dass du das nochmal sagst. Das hätte ich schon fast vergessen. Das Tolle ist ja auch, was wir natürlich jetzt auch weiterdenken. Das eine ist natürlich das Thema Digital, Konfigurator, aber auch langfristig Web3. Ne? Also das Ja, heißt, ja. wie stellen wir zum einen unser Markenerlebnis im Metaverse sicher? Auch da sind wir schon dran, the Powerhouse of Colors. Was wir gemeinsam mit einem anderen Startup jetzt gerade dabei sind, auch zu bauen, zu definieren. Das andere, wo wir aber auch dran sind, was ganz, ganz wichtig ist und was immer wichtiger wird und auch immer mehr von den Kunden angefragt, ist, dass ich zum einen in dem Real Life, in der realen Welt, mein komplett auf mich individualisiertes, personalisiertes Kunstwerk habe, aber das Ganze natürlich dann auch nochmal transferiert ins Web3. Und das machen wir natürlich auch. Weil wenn ich mir langfristig natürlich anschaue, okay, auch da werde ich vielleicht mein Office Space haben, ne? Im Metaverse dann, oder mein eigenes Haus, oder meine Villa, oder meine ganze Stadt, ne? Also wenn man sich das mal wirklich da mal offen ist und auch in die Zukunft denkt. Snoop Dogg macht es ja gerade schon vor, der transferiert ja wirklich, der kauft der Kunst ohne Ende. Dann ist es natürlich schon echt nice, wenn ich sagen kann, hey, hier in meiner Wohnung habe ich mein originales Kunstwerk, aber ich habe es natürlich auch als NFT im Metaverse. Ne? Also das ist natürlich was, wo wir langfristig dann auch sagen, bieten wir dem Kunden an und wird immer wichtiger. Ja, und das habe ich mir nicht so ganz vorstellen können, aber nach meinen Recherchen und wenn man den Markt, Thema Web3, sich anschaut, was da los ist, gerade auch bei den Luxusmarken, Ja. ja, ich glaube, es war Gucci sogar, die bestimmte Assets herstellen, die es dann auch digital gibt und womit ich dann meine Avatare irgendwie in einem Game oder sowas Genau, ausstatten kann. Und dann sieht einer bei Fortnite, ja, auch wenn ich das nicht spiele, ja. sieht halt, dass ich mit den Schuhen oder mit der Handtasche da Ja. unterwegs bin. Und dieses Asset kannst du dann auch wieder in einem Milliardenmarkt verkaufen. Ja. Absolut. Also ich war ja letztens auf Das der ist NFT unfassbar. Paris, genau, Chanel war da. Also Chanel hätte ich erst einmal nicht gedacht, weil die ja auch sehr zögerlich war mit der Digitalstrategie, als auch Givenchy. Hat einen coolen Panel-Talk und der Markt ist riesig. Also die Fashion-Luxury-Industrie hat allein 3 Billionen Euro und es geht sogar in den Trilliardenbereich damit verdient. Ne? Das waren ja die ersten, die damit angefangen haben. Ich meine, jetzt geht es ja dann langsam, die anderen Industrien langsam, oder so peu à peu, würde ich mal sagen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer aufspringen. Aber da ist ein Riesenmarkt dahinter. Wir wissen alle, ja, dass nach aktuellen Studien und den aktuellen Meldungen natürlich der NFT-Markt gerade zurückgeht, aber gerade dann ist es wichtig. Und das fand ich so schön, dass du diesen ersten Podcast, habe ich natürlich auch angehört, ne, Wände durchbrechen angehört hast. Denn egal, ob es Elon Musk war, egal, ob Steve Jobs, ne, die haben alle angefangen in einer Zeit, wo jetzt muss ich nochmal abholen, weil letztendlich habe ich gerade über diesen NFT-Markt, den gibt es ja schon, ne? Aber sie sind alle in einer Zeit in was reingegangen, wo noch niemand dran geglaubt hat. Und wo auch noch das Ganze nicht in der Masse war.
Und darauf kommt es drauf an. Und deshalb sehe ich gerade als extrem relevant an, gerade jetzt in diesen Markt reinzugehen, antizyklisch. Ne, macht man nicht anders mit Aktien. Ja, Und in der toll, digitalen ja. Welt ist es genauso. Ja. Wie ist es für dich, so jetzt mal einen kleinen Sprung, gerade in der Gründungszeit oder auch jetzt, wo du das Unternehmen repräsentierst, wo du dich mit Technologien auseinandersetzen musst, also vor allen Dingen auch visionäre Wege bereitest, eigentlich auch für eine Branche, also völlig neue Wege eigentlich. Wie ist es für dich als Gründerin gelaufen in den Anfängen? Was für Herausforderungen hattest du oder war das in der Branche gar nicht so Doch, doch, absolut. Also ich merklich? glaube, das Thema Luxury Brand Management Verständnis, ich glaube, das war nicht das Schwierigste, weil ich meine, das habe ich ja wirklich dann zeitgleich parallel zum Unternehmensaufbau auch studiert. Also wir haben ganz, ganz viele Case Studies gemacht in die großen Holdings wie LVMH, Kering, Richemont und sind da auch tief rein. Und ich meine, die sind ja alle irgendwo auch in Paris entstanden. Das heißt, wir waren da bei Schiaparelli, bei Chanel, bei Yves Saint Laurent. Saint Laurent Paris, ne, wie sie jetzt mittlerweile auch heißen, und haben die wirklich intensiv unter die Lupe genommen, auch das Retail Experience natürlich. Das war nicht so der Klemmer. Der Klemmer war eigentlich für mich eher, in allen Bereichen auf einmal Wissen aufweisen zu müssen, ne? Weil natürlich hat Mama, und da kam mir damals schon das BWL-Studium zugute, weiß ich, wie Finanzcontrolling, Logistik, Distribution, ne? HR, Marketing, Vertrieb, ne? Wie alles funktioniert. Und ich kenne natürlich die Grundlagen. Aber wenn man Business aufbaut, geht es irgendwann darum, okay, dann hatte ich mit einem Frontend, Backend zu tun und musste auf einmal ITler steuern. Ne? Dann hatte ich auf einmal, habe ich jetzt auch eine Co-Founderin mittlerweile, dann geht es auf einmal um das Thema Führung. Ja? Dann muss ich auf einmal mich um Arbeitsverträge kümmern. Auf der anderen Seite geht es um Steuern, dann geht es auf einmal um Recht, um Verträge. Und das waren am Anfang wirklich, war das ein riesengroßer Konstrukt. Und da hilft wirklich diese intrinsische Motivation, weil natürlich jeder hat Stärken und Schwächen. Ja? Und am Anfang hast du einfach keinen Bock, dich mit allem auseinanderzusetzen. Du kannst ja auch nicht in allem Experte sein. Ich meine, zu mir hat mal jemand gesagt, fokussiere dich auf deine Stärken und dann bist du auch erfolgreich, ne? Und nicht immer die Schwächen auszumerzen. Das war für mich so ein großes Learning. Und dann habe ich irgendwann angefangen, dann habe ich gedacht, so, jetzt ist der Punkt erreicht, ja, jetzt geht es wirklich um Netzwerken, weil es gibt dafür Fachexperten und die muss ich jetzt auch heranziehen. Und als ich das dann gemacht habe, dann wurde auch das Thema Zeitmanagement etwas effizienter und das würde ich auch jedem Gründer raten. Ich glaube, manchmal ist es gut, es gibt diejenigen, die hören gern auf Ratschläge. Ich bin jemand, der tut sich ab und zu schwer damit. Ich muss Setzt immer um. selber ausprobieren, genau. Und dann meine eigenen Learnings ziehen. Weil ich kann nichts urteilen, was ich nicht selber gemacht habe. Aber da hat wirklich das Netzwerk geholfen. Deshalb rate ich wirklich jedem Gründer, der anfängt, baut euer Netzwerk auf, und vernetzt euch in der Branche. Ja, wichtiges Learning. Das Thema, es muss ja eine gewisse Affinität zu dem Thema Technologie geben. Ja? Also zum Thema Kunst, du hast das studiert, du hast dich dafür sehr früh interessiert, du hast daraus ein Businessmodell gebaut. Ab wann kam so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, dass das Thema müssen wir auch noch mit Technologie aufwerten, erweitern, skalierbar machen oder auch erlebbarer machen? Also ich glaube, für mich war ein großer Punkt erstmal, dass ich ja lange Zeit auch bei Audi gearbeitet habe, ne, und auch noch tue. Und da ist natürlich auch der Slogan Vorsprung durch Technik. Ja, und es geht explizit um Technik und natürlich auch Zukunftstechnologien. Das heißt, da war natürlich schon immer eine Affinität da. Zum anderen finde ich es aber auch ganz wichtig, analoge Dinge mit Technik zu verbinden. Das fängt zum Beispiel bei mir schon in meinem Interior Design an. Ich liebe es, modern mit Vintage zu kombinieren und genauso liebe ich es, einen Plattenspieler zu haben, auf der anderen Seite aber auch Soundboxen, ne? Also das ist so das ist ja immer so Vinyl oder Streaming, ne? Also ich muss das sagen, ich liebe beides und ich finde, so eine par excellence entsteht eigentlich erst, wenn ich beides miteinander verbinde und das ist für mich das Thema Kunst. Ich habe auf der einen Seite dieses analoge, sehr, sehr haptische, physische, schöne, ästhetische und auf der anderen Seite das Thema Tech. Und ich meine, die Welt entwickelt sich weiter, die ist sehr, sehr schnelllebig und wir werden immer schneller, die Zyklen werden immer
immer schneller, immer kleiner auch. Und wir sehen es jetzt von ChatGPT, wie schnell sich das entwickelt hat mit der OpenAI, mit der wir übrigens auch sehr, sehr viel jetzt schon sie integrieren und auch arbeiten. Obwohl ich das immer so zweideutig sehe, weil indirekt trainieren wir gerade die AI von Elon Musk, ne, muss man auch mal sagen. Aber oft, irgendwann wird er mal die, irgendwann sage ich immer, wird er mal noch die Gebühr erheben und dann hat er alle auf der Plattform drauf. Der macht das schon ganz schlau. Aber ich finde es wichtig, dass man sich tagtäglich damit konfrontiert und nicht abspaltet. Und ich glaube, gerade die Kunstbranche oder Kunst- und Kulturbranche hat da echt noch viele, viele Defizite und muss sich viel, viel stärker digitalisieren. Es fängt bei Museen an. Klar, die haben gerade noch Probleme, wenn wir jetzt Richtung NFT gehen mit den Smart Contracts, weil du kannst keine Museumskunst in NFTs überführen, wenn der Künstler quasi verstorben ist. Also postmortem geht das nicht, weil der Künstler muss ja in den Smart Contracts quasi mit eingewilligt haben. Da haben die gerade ein bisschen ihre Probleme, aber du kannst natürlich im Metaverse das super gut abbilden. Aber da muss natürlich eine Affinität dabei sein und ich finde wichtig, da einfach, ja, ich habe mich schon immer für Trends interessiert, für Zukunft und daher, glaube ich, kommt diese Affinität und ich finde es wichtig, dass man da einfach mit dem Zeitgeist geht. Ja, auch, dass du dich so auskennst. Ja, das ist ja, das zu übersetzen für deine Branche ist ja schon eine Challenge. Ja, also wie kann ich diese ganzen Innovationen transformieren und anwendbar machen? Darum geht es ja im Grunde. Also aber nochmal, da muss ich auch sagen, was ganz cool war, letztes Jahr hatte ich an die 30 Investorengespräche und viele natürlich im Thema Deep Tech oder auch Tech. Und diese Investoren, also was ich so geliebt habe, also erstmal war es eine Challenge, die nach 45 Zoom-Meeting wieder zurück in den Call zu holen, wo ich dann gedacht habe, okay, wenn sie sich jetzt noch dafür interessieren, dann habe ich das richtig gemacht. Aber auf der anderen Seite habe ich mir selbst zur Aufgabe gemacht, zuzuhören. Und zwar zuzuhören, was die mir zu sagen haben. Weil natürlich jeder, in jedem Gespräch kommen neue Ideen, kommen neue Inputs, kommen neue Insights. Und ich habe in diesen 30 Gesprächen, also an die 30, ne, so roughly, so viel gelernt. Und dann natürlich danach immer geguckt, okay, so transferiert, wie kann ich das in das eigene Businessmodell umsetzen und welche Learnings ergeben sich daraus? Und ja, hat mir geholfen. Stark. Oder auch mal IT-Lern einfach zuzuhören. Weil die natürlich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel da drauf haben. Du hast vorhin gesagt, Leadership und Co-Founderin. Erzähl mal ein bisschen was über euer Team. Also wir sind insgesamt drei. Ein ITler, also noch ein recht kleines Team natürlich, weil du weißt ja immer, ne, Startup hat am Anfang wenig Budget, also Minimum Input, maximal Output. Und die Co-Founderin habe ich erst seit kurzem gewonnen, weil ich muss sagen, ich hatte einmal eine schlechte Erfahrung, ich habe jemanden ongeboardet und dann hat der Drive nicht so ganz gepasst, weil ich glaube, viele stellen sich halt auch vor, Startup heißt glossy nach außen und das ist es halt nicht immer. Es ist auch wirklich harte Arbeit, die dahinter steckt und es ist Nachtarbeit, das muss man auch sagen. Und jetzt habe ich wirklich jemand, das passt menschlich grandios, das Ästhetikgespür passt, der Drive ist da und tolle Expertise, insbesondere auch im Digital Marketing, dessen Bereich sie jetzt auch übernimmt. Und in die Kunstwelt führe ich sie jetzt eigentlich so Step by Step immer mehr ein. Und der ITler natürlich, also ich habe eine Tech-Seite, natürlich brauche ich jemanden und er ist grandios einfach. Ne? Also der hilft natürlich, ich bin immer sehr, sehr picky, aber und so was die Website angeht und da muss da nochmal was Mobile First optimiert werden und so weiter. Oder ich hätte nochmal gern was im Algorithmus geändert, dann codet er und da ist mir wichtig, dass jemand sehr schnell erreichbar ist und auch eigene kreative Ideen mitbringt und ja, von daher bin ich sehr happy über das kleine, aber sehr, sehr effiziente und coole Core-Team. Ja, das richtige Auswählen der Leute, die mitziehen. Ja, ne? Absolut. Und dann gibt es halt manchmal ein paar Rückschläge, aber am Ende ist das Ergebnis. Ja, also was ich gemerkt habe, auch so Thema Mitarbeiterführung. Also ich würde früher, es war ganz witzig, ich war letztens bei einem Vortrag von der Anna Kopp, da geht es um das Thema Rethink Leadership, dass wir zukünftig Menschen nicht mehr danach auswählen, nach ihren Kompetenzen, sondern nach ihrer Personality. Und deshalb ist mir eigentlich Personality und der Drive, also diese Leidenschaft fürs Unternehmen, viel, viel wichtiger als jegliche Kompetenz, weil Kompetenz kann ich sie schulen, kann ich ihnen beibringen, ne? Aber diese Leidenschaft, die Passion, der Drive, die Personality, ne, passt es mit den Unternehmenswerten, passt mit meinen eigenen Unternehmen, Werten natürlich auch überein, extrem wichtig ist. Ja, weil das kannst du eben nicht geben, ne? Nein. Intrinsische Motivation geht halt einfach nicht. Ja, genau. Das müssen die Leute mitkriegen, ja. Begeisterung, ja.
Sehr schön. Franziska, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch so ein Picture Self mit dir vor. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die du im Vorfeld nicht kennst. Spontan, ja. Und deine Aufgabe ist es, so kurz und prägnant in einem Wort oder einem Satz zu antworten. Okay, also nur ein Wort oder ein Satz? Ist ja bei Frauen immer wichtig, das vorher nochmal zu sagen. Ne? Ja, das klar zu machen, genau. Also so, sagen wir mal, so kurz wie möglich. Okay, alles klar. Ja, wir probieren das mal. Dein ganz persönlicher, und mit persönlichen Dingen haben wir heute ganz viel gesprochen im Bezug auf Kunst, dein ganz persönlicher Elevator-Pitch. Wer bist du und was macht dich aus? Nur über mich persönlich oder auch über das Unternehmen? Nur mich persönlich? Nee, nur über dich. Mhm. Okay, ich bin Franziska, 32 Jahre alt und bin eine leidenschaftliche Interior-Design- und Kunst-Nerdin. Das ist gut. Zweite Frage, was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart oder einen Spleen, den du noch niemandem verraten hast und das hier, wir sind ja unter uns, gern tun möchtest? Also mein größter Tick ist, und es ist wirklich weird, aber die Füße stillhalten. Ich tue mir sau schwer, einfach mal nichts zu machen, ne? Wirklich nichts zu machen. Also ich sage immer, ja okay, ist ja schon zu lang. Aber kannst du so Wellness machen? Ich muss dir sagen, ich tue mir mega schwer. Ich war eine Woche, also kurz, ne, irgendwie kurz Recheck, ich war eine Woche auf Zanzibar. Es war eigentlich Urlaub und ich wollte nichts machen. Am Ende des, und ich wollte wirklich nichts machen, nur am Pool liegen, so ein kleines Boutique-Hotel. Am Ende des Tages war es so, dass ich nur auf Action war. Ich habe natürlich so wahnsinnig schnell wieder Leute kennengelernt und haben ständig Touren gemacht. Irgendwann kannte ich die ganze Kultur dort vor Ort. Und abends habe ich dann doch noch das ein oder andere gearbeitet. Aber es macht auch Spaß. Also ich meine, ich kann, es ist schwierig, also dieses komplette, vielleicht soll ich mal meditieren anfangen. Das ist gut. Ja, vielleicht wird das was. Wir halten das mal fest. Was war das schönste Kompliment, das dir jemand mal gemacht hat? Mir? Das war, also mir persönlich oder jetzt im Unternehmen? Nee, dir. Mir persönlich. Wie geht's um dich bei den Fragen? Die Kunstexpertise geschätzt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich sich diese Credibility auf dem Markt zu verschaffen, das war immer mein wichtiges. Also war für mich natürlich das Wichtigste und ist für mich eigentlich so die schönste Anerkennung, die man bekommen kann. Und genau. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Essen. wirklich gutes Essen. Ich esse für mein Leben gern. Ich liebe Essen. Könnte ich niemals drauf verzichten. Was im Besonderen? Was ich gerne esse, tue ich muss echt sagen, ganz, ganz viel. Ich habe gar nicht so das Lieblingsgericht. Jetzt hat mich jemand gefragt, so Berge oder Meer? Und dann dachte ich mir so, natürlich Berge. Und dann kam aber sofort der Kaiserschmarrn, der mich eigentlich da hochtreibt. Also es ist echt immer Essen. Du kannst mich auch mega damit ködern, ne? Also wenn ich esse. Übrigens, Kaiserschmarrn. Ich bin ja mit meiner Frau in unserem Lieblingshotel Arosa in Kitzbühel. Aha. Das kenne ich. Ist dort mal ein Kaiserschmarrn. Ich fahre da eigentlich nur hin wegen dem Kaiserschmarrn, weil ich bin weder Golfer, also hier ist ja ein Golfhotel. Ja. Okay, die Wellnessanlage nutzen wir mit, aber eigentlich fahre ich da nur wegen dem Kaiserschmarrn. Hervorragend. Werde ich ausprobieren. Aber ich muss auch sagen, also das ganze Jahr über, ich esse eigentlich immer Kaiserschmarrn, ne? Aber da gibt es halt schon noch Unterschiede. Absolut. Ja. Ich bin Experte, was das ist. Sehr gut, ich brauche die ganzen Tipps. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein gern rückgängig machen wollen? Gar keine, weil also ich bin wirklich ein Mensch, ich glaube, ich habe ein sehr intensives Leben und dadurch, dass ich eben alles immer selbst ausprobieren muss und auch viel ausprobieren will, natürlich extrem neugieriger Mensch, hat es mir natürlich positive Erfahrungen gebracht, aber auch negativen, aber egal was hat mich weitergebracht und es hört sich immer so an, wie irgendwie, ja, das hast du irgendwo auswendig gelernt, es ist wirklich so. Also ich genieße auch die Tiefen. Und zu mir hat mal jemand gesagt, ich meine, hast du schon mal, wenn der Herzschlag geht ja auch hoch und runter, ne? Wenn du den so siehst, genau. Und so ist es halt auch mit dem Leben. Und wenn du nicht diese Höhen und Tiefen hast, dann lebst du eigentlich nicht intensiv, beziehungsweise das Leben voll aus. Und für mich wäre das Schlimmste, das ist wirklich das Allerschlimmste im ganzen Leben, wenn ich so ein monotones Leben hätte, das einfach so vor sich hin plätschert. Hängt vielleicht auch mit dem Thema Kunst zusammen. Kannst du die Täler gut aushalten? Ja, ich
Also ja, doch, definitiv. Ich habe das letzte einer anderen Startupperin gesagt, weil ich liebe es natürlich auch, andere zu empowern, extremst. Und natürlich kommen die dann auch auf mich zu und sagen, hey Franzi, wie schaffst du das eigentlich, immer so diese Energie hochzuhalten oder dieses Positive? Und dann sage ich, lasst das raus. Wenn es euch scheiße geht, ihr müsst es auch mal rauslassen. Und wenn ihr mal wirklich einen halben Tag heult, das ist keine Schwäche, das sind Emotionen, die man loslässt. Und dann habt ihr wieder mehr Power und könnt wieder mit voller Tatenkraft voranschreiten. Und witzigerweise, die hat es nie gemacht, ja, weil natürlich immer sehr, sehr kontrolliert, ne, natürlich nach außen. Und jetzt hat sie es gemacht und ja, sie hat gesagt, das war wie ein Befreiungsschlag und läuft jetzt wieder bei ihr. Ja, ich glaube, die große Kunst, Unternehmerin, Unternehmer zu sein, ist, wie du mit diesen Tälern, ich Ja. nenne dich in der Regel nicht nur eins, ja, der Tränen umgehen kannst. Ja, also wie kommst du da selbst wieder Ja, ich bin raus? eigentlich Ja, ganz oder froh, mit dass auch Hilfe die natürlich. Kultur sich so ändert. Ne? Ich meine, glaube ich, Ja. immer mehr erfolgreiche Gründerinnen, große Gründerinnen auch. Ne? Gerade auf LinkedIn sieht man es extrem, die mittlerweile schon Holdings aufgebaut haben. Die stehen wirklich dazu und die sagen alle, hey, ich hatte eine Zeit, da ging es mir nicht gut und ja, stehen dazu. Das finde ich toll, finde ich stark. Ja. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich ausgedacht? Oder gab es keine Vorgaben? Ich glaube, meine Eltern sind sehr, sehr sicherheitsbewusst und es war für mich am Anfang eine extreme, oder sehr, sehr konservativ und es war eine extreme Challenge damals, sich mit diesen Glaubenssätzen in ein sehr, sehr risikoaffines Business am Anfang zu bewegen. Also wenn es nach denen gehen würde, dann würde ich natürlich, hätte ich Loremo nie gegründet, muss man auch sagen. Die wollen natürlich immer das Beste für mich, aber hätte ich Loremo nie gegründet und durch das jetzt auch nicht. Also natürlich, uns geht es allen gut, ne? Aber ich hatte jetzt auch nicht irgendwie ein Elternhaus, wo mal 400.000 Euro einfach so rübergeschoben wird und das heißt, jetzt probier dich mal aus, here you go. Manchmal hätte ich es mir ab und zu gewünscht, aber auf der anderen Seite denke ich immer, nee, lieber habe ich die guten Werte mitbekommen und Bodenständigkeit und das festigt mich jetzt, ne? Ich glaube, sonst wird man in dieser Kunst- und Luxusbranche irgendwann mal abheben und das ist ganz gut eigentlich. Ja, Ja. self-made, ne? Du hast es selber gemacht. Obwohl dieses Thema Ja. Selfmade, da war ich letztens auf der Bits and Brezels, darf man ja gar nicht mehr verwenden, ne? Weil man hat ja ganz, ganz viele durch Connections oder Weiterempfehlungen oder so, ne? Die natürlich da auch viel, viel unterstützen. Und dann bin ich auch dankbar. Also ich werde nie vergessen, wer mich so in den ersten Stunden natürlich auch unterstützt hat und gepusht hat und gesagt, trotzdem geh den Weg neben den ganzen Neinsagern. Ja, aber am Ende musst du eine Entscheidung treffen, ja, dich mit diesen Ja, Personen zu ja. verbinden, ne? Offen zu sein und zu sagen, okay, cooler Tipp, ich nehme den mal mit, denk drüber nach und mach's trotzdem anders. Ja, genau. Ne? Also das ist Ja, dann, absolut. das ist auch eine Entscheidung, Ja. ja? Also von dem her. Ja, schön. Welches Buch hatte für dich einen, ja, eine ganz besondere Bedeutung? Das Café Was hat dich? am Rande der Ja. Welt. Da ging es auch so drum. Also ich weiß nicht, ob es im Thema ist. Es gibt ja drei Teile davon mittlerweile. Und es war ein Fischermann, der ging immer raus. Also morgens ist er rausgefahren, hat Fische geholt, ging abends wieder zurück. Und dann kam irgendwann ein Geschäftsmann und hat gesagt, Mensch, du könntest das doch alles, ne, zehnfach größer machen und so weiter. Dein Business läuft doch gut. Und also Ende oder Kernessenz war einfach dieses Thema Sättigung und glücklich sein. Und das muss ich sagen, das hält mich oft auch davon ab, den Kopf ins Sand zu stecken, weil ich dann immer mich wieder zurückbesinne und sage, hey, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, mir geht's gut, ja, und es ist ein Luxus gerade, den ich habe, mir das Unternehmen jetzt aufbauen zu dürfen. Und das war ein sehr, sehr gutes Buch. Sehr cool. Wir packen das natürlich mit in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Welche drei Interviewgäste könntest du uns für diesen Podcast hier empfehlen aus deinem Netzwerk? Boah, das wird Von wem können wir noch was lernen? von wem? Also eine ganz, ganz tolle Frau, finde ich, die, jetzt muss ich mal überlegen, ich habe so viele tolle Frauen, Svenja Lassen. Svenja Lassen hat das Female Network FIN gegründet, Female Investors Network, finde ich ganz, ganz toll, weil sie wirklich auch Frauen auf die Straße bringt, selbst als Investorinnen tätig zu werden. Dann die Christina Tröger, Vorständin des Club der europäischen Unternehmerinnen, weil sie wirklich auch jemand ist, die ganz, ganz viele erfolgreiche Frauen vernetzt. Und jetzt muss ich mal in die Männerwelt schauen, ob ich da
Es gibt so viele. Es ist echt schwierig, sich so auf einen oder eine Person wirklich zu fokussieren. Vielleicht sende ich dir die nochmal im Nachgang zu. So machen wir das. Und eine habe ich noch vergessen, Dr. Katja Unke, coacht auch im Bereich Leadership. Finde ich eine ganz, ganz tolle Frau und für mich ein extremes Vorbild, weil sie nicht nur eine wahnsinnige Kompetenz hat und ein Expertenwissen, sondern auch dieses charismatische, nahbare, liebevolle nicht verloren hat in einer sehr, sehr stark umkämpften Businesswelt. Und das ist eigentlich für mich so das Vorbild, wie ich auch sein möchte. Stark. Auch toll und vielen Dank für die Empfehlungen, denn wir engagieren uns ja eben auch für Gründerinnen mit dem Female Alliance Podcast, der, glaube ich, jetzt im März starten wird. Da haben wir schon tolle Frauen interviewen dürfen, also ich. Dann werden wir wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus ein paar Interviews veröffentlichen. Vielleicht können wir da auch nochmal Cool, sprechen. ja, sehr gerne. Von dem her ist das klasse. Wir sind am Ende unseres Interviews angekommen. Ich habe noch eine Frage an dich, die letzte, die Abschlussfrage und damit das Schlusswort für diesen Podcast. Aber bevor ich dir die stelle, erstmal ein großes Kompliment an dich, an das, was du aufgebaut hast in vielen Nachtschichten. Ich weiß, wovon du redest. Danke Äh, dir. durfte ja auch ein paar Unternehmen aufbauen. Und Du solltest dich ich mal glaube, interviewen. Das fände ich auch mal interessant. Hat dich eigentlich mal jemand ja. interviewt? Für dein Unternehmen? Ich glaube, der Podcast wurde tatsächlich schon ein oder zweimal gekapert. Mm, Aber das können wir ja gerne nochmal wiederholen. Um ein Update zu machen. Und ich wünsche dir, dass du für dein Unternehmen den oder die richtige Investoren findest, weil also ich glaube, das hat einfach enormes Potenzial. Also inhaltlich, wie aus der technologischen Richtung betrachtet, so wie du es aufgebaut hast, finde ich es großartig. Also von dem her, alle, die jetzt hier zuhören, unbedingt nachschauen, die Website besuchen und Kontakt Ja, aufnehmen. bitte, Ganz bitte. wichtig. Und danke für die netten Worte. Freut mich wirklich sehr. Sehr gerne. Franziska, meine letzte Frage. Wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Sättigung. Ich glaube, wenn jeder Mensch gesättigt wäre oder das Sättigungslevel auf, ich sage jetzt mal, einheitlich wäre, dann hätten wir eine Gleichverteilung auf der Welt und hätten nicht dieses Thema reich und arm. Und alle wären innerlich glücklicher, weil ich glaube, ganz viel Unzufriedenheit entsteht, indem ich nicht gesättigt bin. Ne? Also immer nach mehr strebe und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ich glaube, Sättigung ist das, was ich mir wünschen würde. Schön, das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank. Sehr gerne.